Ich finde, für mich als Komponist ist es am wichtigsten, mit meiner Musik die Seele eines anderen Menschen zu berühren. Und wenn mir das gelingt, dann war ich mit diesem Stück für mich erfolgreich. Stücken gibt es sehr viele Beziehungen zur sogenannten traditionellen Musik, das heißt zu Komponisten meiner Musiktradition. Und ich bekenne mich auch als Komponist zu dieser Musiktradition und ich finde, man sollte mir das nicht als rückwärtsgewandt auslegen, dass es Stücke gibt mit Beethoven-Bezug, mit Haydn-Bezug, mit Mozart-Bezug oder mit wem auch immer, sondern ich finde, diese Musiktradition ist ein Teil unserer Gegenwart, es ist ein Teil meiner musikalischen Entwicklung. Und ich glaube, dass ich mich überhaupt nicht lösen kann von so einer Tradition. Ich finde es fast vermessen zu sagen, man komponiert, ohne diese Musiktradition irgendwie im Hinterkopf zu haben und zu verarbeiten. Also wenn ich komponiere, dann weiß ich, dass das ein Teil meiner Erziehung ist, meines klanglichen Umfelds und ich versuche, das mit einer persönlichen Note irgendwie mit hineinzubringen und zu verarbeiten. Wenn es in meiner Komponistenlaufbahn schmerzvolle Erfahrungen gibt, dann sind es die, wenn ich mich vorstelle als Komponist und mein Gegenüber die Frage stellt, und was machen Sie beruflich? Das trifft mich, weil ich mir denke, dass in einem Land wie Österreich, das sich international immer als Musikland ausgibt, es eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein müsste, wenn jemand von Beruf Komponist ist. Und das ist durchaus auch ein anständiger Beruf. Wenn sich dann im Gespräch mit meinem Gegenüber klärt, dass ich wirklich versuche, als Komponist meinen Beruf zu leben, ist die nächste Frage, die sehr schwierig wird, schreiben Sie auch auf Auftrag? Ich kenne keinen selbstständigen Gewerbetreibenden und Handwerker, der ohne Auftrag arbeitet, denn wovon sollte er seine Familie ernähren? Auch bei den Komponisten ist es so, dass man in der Regel einen Auftrag erhält, dafür bezahlt wird und auch dafür Stücke schreibt. Ich könnte über mich sagen, ich übe mein Gewerbe gleichsam ambulant aus. Das heißt, viele Inspirationen, viele Ideen kommen beim Gehen, beim Skitourengehen, beim Bergsteigen. Ich finde, Musik lebt von der Strukturierung der Zeit und eine sportliche Tätigkeit strukturiert Zeit. Es gibt sehr spannende, sehr hektische Momente, es gibt sehr ruhige Momente, es gibt sehr gelassene Momente, es gibt die Momente des Innehaltens. Das alles ist auch Teil der Musik. Ich habe nichts anderes gelernt als komponieren, ich kann nichts anderes als komponieren und das hat sich irgendwie durch die Großfamilie ganz von selbst ergeben und herausgestellt. Es gab eine Familienkombo, wo viele Verwandte von mir mit unterschiedlichen Instrumenten gespielt haben. Ich habe begonnen, dafür Stücke zu arrangieren und irgendwann kam dann der Reiz, die Neugierde und das Interesse, Stücke dafür auch zu schreiben. Und nachdem die Ablehnung nicht so groß war, dass man sofort hätte aufhören müssen zu komponieren, habe ich es weitergetan. Und tu's noch immer.